Hallo Leute und willkommen zurück hier bei XCOM Enemy Unknown. So, beim letzten Mal haben wir hier mal wieder eine Mission abgeschlossen gehabt. Und ich glaube, ja, 7 Tage sind Grants und McEntire verwundet. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall noch einmal ein bisschen in der Einsatzleitung abchillern und nach Aktivitäten scannen. Hoffen wir einfach mal, dass... Ah, schon wieder Entführung, das gibt's doch nicht. Schauplätze anzeigen. Okay, Argentinien. Brasilien ist ja raus, da würden wir 4 Ingenieure bekommen. Südafrika 9 Captain und in Mexiko 4 Wissenschaftler. Ja, da würde ich schon fast sagen Argentinien, weil da ist die Panik am höchsten. Und dann können wir hier die Ingenieure abgreifen, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber was soll's. Wen haben wir jetzt dabei? Wir haben Frank dabei, Kati Madasa, das ist die neue Unterstützungssoldatin. Kelly natürlich noch, ja genau. Dann haben wir hier noch Sergei und noch den weiteren Stormtrooper Connie. Okay, das heißt, wir hätten 3 Stormtrooper. McEntire und Grant sind ja, wie gesagt, nicht am Start. Dann würde ich hier aber trotzdem lieber nochmal die Yvonne mitnehmen. Dann haben wir noch einen Scharfschützen dabei. Und ich weiß gar nicht, was hatte die jetzt für einen Anzug an? Ach stimmt, die hat ja die Psi-Rüstung. Ja, komm, von mir aus behalt die Psi-Rüstung halt an. Sergei hat das. Jetzt muss ich mal schauen. Du brauchst auf jeden Fall... Ah, hier, Scarecrow, Vogelscheuche hat sie jetzt als Spitznamen. Du brauchst auf jeden Fall allerdings nochmal eine Titanrüstung. Schweren Plasmawerfer hat sie schon, Alien-Granate auch. So, und wie sieht's mit euch aus? Sergei könnte ich auch nochmal eine bessere Rüstung geben. Madasa, komm mal her. Du kriegst auf jeden Fall auch nochmal eine Titanrüstung. Wir wollen ja hier nicht geizen. Und Sergei kriegt auch nochmal eine Titanrüstung. So, das dürfte passen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir direkt den Einsatz. Meine Güte, ich will doch eigentlich nur diese blöde Gollop-Kammer endlich mal in Betrieb nehmen. Aber nein, die feinen Herrschaften müssen sich ja immer wieder verletzen. Ja, wir chillen hier nochmal an diesem Mutterschiff vorbei. Warum eigentlich nicht? Und beginnen direkt mit dem Angriff. Das Gelaber werden wir uns wieder sparen gleich, Leute. Die Lage am bedrohlichsten zu sein. Sind wir schon wieder auf dem Friedhof? Eine lokale Übertragung deutet darauf. Oh Mann, also hier in Argentinien, da waren wir doch schon mal auf dem Friedhof, oder nicht? Da scheint's, also Argentinien scheint zu ungefähr schätzungsweise 95% aus Friedhof zu bestehen. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, Frank, du kannst direkt hier vorne hingehen. Wir legen hier direkt los und... Oh, Frank entdeckt sofort 2 Mutons und einen von diesen kranken Nahkampf-Mutons, oder? Ja. Und der Nahkampf-Muton steht natürlich direkt vor Frank. Aber Frank sieht den nicht. Oh, Frank. Dann muss Frank halt Sturm und Schuss nochmal einsetzen, dass er hier hingeht. So, jetzt sieht er den anderen auch und kann jetzt direkt mal 2 Schüsse darauf abfeuern. Wir wollen den ja K.O. sehen. Und ich überlege gerade, wir haben jetzt, glaube ich, gar nicht mal... Wir haben, glaube ich, keinen Pulsbogen dabei, oder? Ich wüsste jetzt zumindest nicht, wer ihn dabei haben sollte. Ja, das ist Kati, die sich natürlich auch direkt hier in Position schmeißt. Und dann... 63%ige Chance. Oh, sie sieht auch nur den einen. Okay, dann schießt er halt auf den. Ah, jetzt hätte ich eigentlich erstmal lieber einen Neuling schießen lassen sollen. Naja, okay, kann man nicht ändern. So, wer ist jetzt denn? Sie ist dran. Sie geht dann einfach mal hier in diese Deckung. Ah, jetzt kann sie natürlich nicht mehr schießen. Sie hat den Perk ja nicht ausgewählt, aber sie könnte theoretisch mit ihrer Psi-Fähigkeit angreifen. 100% und dort auch 100%. Dann warten wir erstmal mit ihr. Die könnten wir dann immer noch benutzen, wenn niemand anders es schafft. Wie weit kommst du? Okay. Das heißt, du gehst dorthin. Von dort sieht man ja auch die Gegner, wie wir mitbekommen haben. Und 31 oder 28. Ja komm, dann musst du auf 31 halt gehen. Ja, schade. Leider daneben. Ah doch, irgendjemand hat hier einen Pulsbogen. Und zwar Sergei. Stimmt, da war ja was. Dann könnten wir theoretisch doch nochmal irgendwie den Pulsbogen nutzen. Du gehst aber trotzdem erstmal hier hinter das Auto. Oh, von hier sieht er niemanden. Ja, dann machst du meinetwegen... Beziehungsweise Sturm und Schuss. Wo könnte er denn dann hin? Hier hinter die Grabsteine. Das ist aber nicht so eine tolle Deckung. Dann geh du meinetwegen auf Feldposten. Und Kelly.
ist als letztes dran. Was machen wir jetzt mit ihr? Ja, die kann sich ja jetzt eigentlich auch nur verstecken. Dann geht Kelly mal eben hier hinten hin. Ist jetzt zwar eine blöde Position ein bisschen, aber was soll's. Okay, dann kommst du mit deiner Psi-Attacke einfach mal gegen den. Ja, oder doch, komm. Gönn dir. Da trifft sie ja auf jeden Fall, macht 5 Schaden und jetzt werden die halt nochmal auf uns schießen. Aber ich denke mal, da dürfte jetzt nicht so ein großes Problem geben. Es sei denn, da oben kommen einfach nochmal 2 weitere Mutons. Warum eigentlich nicht? Hallöchen, hier sind wir. Ach, Herr Jemine, okay. In dieser Runde greifen die aber hoffentlich nicht mehr an. Ja gut, klar, die greifen an und natürlich werfen die direkt wieder meine Alien-Granate nach uns. Ach, wie gut, dass die Deckung jetzt im Arsch ist. Die Arschlöcher. Okay, das ist jetzt strange. Aber der schießt jetzt natürlich auf jemanden, der in... Ah, was? Die ist nicht in Deckung gewesen und du triffst trotzdem nicht. Wie schlecht bist du denn bitte? Okay, Frank. Du gehst jetzt hier vorne hin und von dort dürftest du auch die beiden da treffen, oder? Ja, sehr schön. Und zwar bitte einmal 87%. 37 nur, das ist aber wenig. Dann schießen wir auf den 44er da hinten halt. Ah, einmal daneben. Einmal getroffen. Okay, sehr schön. Sergei, kommst du eigentlich jetzt ran? Ah, scheiße. Passt natürlich genau nicht. Das heißt, Sergei spurtet meinetwegen mal hier vorne hin. Dann kann er vielleicht in der nächsten Runde einen von den anderen noch bekehren. Jetzt hätte ich natürlich auch Sturm und Schuss mit ihm machen können. Ach, darf ich? Man darf Sturm und Schuss im Nachhinein noch aktivieren? Nee, okay. Ich wollte schon sagen, das wäre mir jetzt neu gewesen. Das wäre ja richtig cool. So, direkt da vorne hin. Also die beiden sollten wir eigentlich noch down kriegen. Hoffe ich mal. Oder wollen wir... Nee, warte mal. Ich sollte jetzt lieber die erstmal angreifen, bevor ich irgendwas anderes mache. Kati hat ja 2 Schuss zur Not. 85 und 65-prozentige Chance. Ja, schieß erstmal auf den da hinten. Den anderen... Oh, daneben. Aber jetzt, oh, jetzt stehen die sich beide auch ohne Deckung gegenüber. Das ist natürlich auch scheiße. Wie viel Prozent hat sie jetzt? 85%, weil er keine Deckung mehr hat. Oh, Frank steht jetzt aber wirklich auf offenem Feld. So. Und den anderen kriegen wir mit miesen Tripdown, den wir ja gerade nicht einsetzen können. Ach, scheiße. Okay, dann schießt du auch mal. Hoffen wir mal, dass sie trifft. Na, daneben. Scheiß die Wand an. Wer ist jetzt noch dran? Nur noch sie und sie. Okay, Madasa, du solltest dann mal hier hingehen. Da ist immerhin noch ein bisschen Deckung. Und ich könnte jetzt eine Alien-Granate schmeißen. Dann kriege ich die beiden ziemlich gut beschädigt. Und die Deckung von denen ist auch weg. Das machen wir einfach mal. Der eine geht dann drauf. Da kriege ich das auch so geschmissen, dass ich beide treffe. Ja, so, oder? Muss doch klappen. Und um den anderen kümmert sich dann die andere. Ja, das hat sehr gut geklappt. Die Deckung hier ist auf jeden Fall kaputt. Das trifft sich. Und wenn sie jetzt... Da kann sie nicht hin, aber hier könnte sie hin. Und von dort aus schießt sie dann auf den mit 5... Was? Mit so wenig Prozent nur? Kelly, was ist denn los mit dir? Probier's halt. Ja, daneben natürlich. Ach, scheiße. Na gut, mal schauen, was der jetzt macht. Der wird sich Deckung suchen. Er hier unten wird aber schießen. So, er... Nee, er schießt einfach auf Frank, aber Frank trifft man heute scheinbar nicht. Das trifft sich aber für uns schon mal sehr gut. Und der rennt weg. Hä? Leute. Bin ich jetzt doof oder ist die KI einfach nur doof? Ich weiß jetzt nicht, was das gerade gebracht haben soll. Okay, er muss sich jetzt trotzdem hier leider hinstellen ohne Deckung. Damit er den hier schocken kann. So einmal schocken bitte. 95%ige Chance. Ich denke mal, das reicht, oder? Muton ist betäubt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was hatte der denn eigentlich für eine Waffe? Ich weiß es nicht. Haben wir hier nicht mit Frank noch eine Pistole? Ja, haben wir. Frank, geh mal hier vorne hin. Und dann schießt... mal mit der Pistole. Ah, die macht wahrscheinlich zu viel Schaden, oder? Bis zu 4. Ja, der wird jetzt drauf gehen, oder?
Nein, einen hat er noch. Sehr schön. Dann können wir den nämlich auch noch betäuben, Leute. Oder glaubt ihr, dass hier noch ein Ätherer rumrennen wird? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Na gut, Kati, was machen wir jetzt mit dir? Du brauchst auf jeden Fall Deckung. Durchs Feuer will ich sie jetzt eigentlich nicht schicken. Kati rennt einfach mal hier vorne in die schwere Deckung. Natürlich wird hier wieder gespurtet. Und der andere Sniper könnte ja hier vorne in die Deckung gehen. So. Ach Mist, jetzt entdeckt die auch noch schwere Schweber. Warum machst du denn so einen Quatsch? Mal schauen, kann sie hier 100%, 100, auch 100. Ja, dann benutzt du mal wieder deine Psi-Fähigkeiten halt. Ist natürlich ein bisschen scheiße jetzt, dass der eine da mitten auf weiter Flur steht ohne Deckung, der Sergei. Madasa ist noch dran. Oh, die kann wieder schön weit rennen. Ja, ich würde mal sagen, die rennt hier vorne hin. Kann dann sogar noch schießen. Und zwar hier mit 97 oder dort hinten mit 46. Ja komm, schieß nach da hinten. In der Hoffnung, dass sie trifft. Und sie trifft den Schwäber und der ist sofort Geschichte. Kelly, was sollen wir jetzt mit dir machen? Kelly, du gehst mal hier vorne hin. Vielleicht sieht sie von dort. Genau, sehr schön, da sieht sie den anderen auch noch. 45%ige Chance, naja. Vielleicht trifft sie ja, vielleicht trifft sie ja sogar kritisch. Nee, macht sie nicht. Aber immerhin 9 Schaden. Wir könnten natürlich auch den Schwäber jetzt betäuben. Okay, der schießt auf Säge. Hätte man sich eigentlich schon fast denken können. 10 Schaden, ey, nicht schlecht. Nee, 8 Schaden. Und, oh, jetzt kommen da noch Elite-Mutons. Also langsam wird mir die Party hier ein bisschen zu krass. Aber ich könnte mir schon fast vorstellen, wenn wir die alle besiegt haben, dass die Mission dann eigentlich zu Ende ist. Obwohl, das waren 8 Gegner. Meistens sind es ja 10. Okay, Frank, du könntest von mir aus Sturm und Schuss machen. Jo, Sturm und Schuss einmal. Das heißt, Frank geht hier vorne hin und kann von hier aus dann bestimmt diesen Muton hier... Na, nein! Oh Leute, ich habe mit der Pistole geschossen. Okay, immerhin zweimal getroffen, aber dämlich war es trotzdem. Kati, wen sieht Kati denn noch? Ach, den da hinten. Mit 100%iger Treffer. Treffsicherheit sogar. Da könnte sie auch lieber den miesen Trip mal benutzen. Oder den sogar in Panik verfallen lassen. 97%. Oder mal jemanden übernehmen. Das hatten wir ja noch gar nicht gemacht. 67%ige Chance. 82. Ja. Ach nee, komm. Nimm doch deinen miesen Trip. Und dann macht den da hinten kalt. Nein, fehlgeschlagen. Scheiße. Naja, man kann nicht alles haben. So, wir werden jetzt erstmal mit Sergei kurz... Ach, scheiße, Sergei kriegt schon wieder keine Deckung. Ja, dann stellt Sergei sich einfach mal hier hin. Und wird jetzt den nächsten Muton auch noch betäuben. Ich denke mal, dass er das schafft. Ja, sehr schön. 2 Mutons gefangen genommen. Ja, wir nehmen Gefangene. Warum auch nicht? Jetzt ist Kelly dran. Die muss leider spurten. Die hat auf dem Weg hier keine Deckung mehr, weil wir alles zerschossen haben. Aber sie spurtet einfach mal direkt hier vorne hin, finde ich. So, da sieht sie auch ordentlich Gegner dann im nächsten Zug. Und unsere andere Scharfschützin... 58 oder 88. Ja gut, da fällt mir das jetzt nicht so schwer, die Auswahl. Muss ich ja auf den da hinten schießen, der da ohne Deckung steht. Ja, schieß doch daneben. Oh Gott, seid ihr dämlich, ey. Das gibt's doch nicht. So, 71, 36 oder 16. Ja, was nehmen wir da wohl? Da müssen wir wohl oder übel die 71 nehmen. Immerhin mal jemand, der trifft. Auch noch kritisch, ja. Sowas muss man ja mal vorher wissen. Jetzt sind die Mutons dran. Ich hoffe nicht, dass die allzu sehr auf Frank gehen. Ne, die gehen jetzt alle auf Sergei natürlich und treffen alle nicht. Also wir haben echt Schwein, dass die Gegner heute kaum was treffen. So, der nächste Elite-Muton schießt auf unsere Unterstützungseinheit. Oha. Oh oh, nur noch 9. Ey, die darf nicht draufgehen, ne? Der schießt auch auf sie und sie wird jetzt sterben, oder? Ja. Sie wurde sogar direkt getötet. Ne, das gibt's doch nicht.
Das gibt's doch nicht. Nur weil ich einen auf Pokémon-Trainer mache und diese scheiß Viecher fangen will. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Frank geht erstmal kurz nach hier vorne. Aber wir könnten erstmal eben versuchen, ob irgendjemand, der noch eine Beförderung nötig hat, 58 oder 28%. Ja komm, dann gehst du halt auf den hier. Und sie kann bis zu 7 Schaden. Dann mache ich mal lieber mit kritischer Chance. Daneben, das ist doch nicht wahr. Ja, verdammt, das würde ich aber auch sagen. Okay, dann muss Sergei jetzt hier vorne hinrennen. So, muss ich aufpassen auf den. Sturm und Schuss wollte ich nicht machen, nee. 64 oder 39. Ja, dann gehst du auf den halt mit 64%iger Chance. Ihr wollt mich alle verarschen, oder? Okay, jetzt muss Kati es halt wieder richten. 45, 15, ja. Okay, alles klar, dann gehst du bitte auf den hier. Halt, das sind ja auch nur 15. Wieso haben die alle jetzt so eine... Ach, das ist doch Kelly. Kelly. Oder nimmst du den Raketenwerfer? Nimmt sie den Raketenwerfer? Nicht, dass sie Frank trifft. Aber wenn wir so schießen... Ja, komm, machen wir einfach. Dann sind auch sämtliche Deckungen von denen zerstört. Zack. Sehr schön. Oh, das hat den anderen erwischt. Und Frank steht jetzt ohne Deckung da, glaube ich. Nee, halbe Deckung nur noch. Aber Frank hat natürlich ordentlich Schaden genommen dadurch. Oh Mann, ja, Frank schießt dann mal bitte... Oh, der sieht nur den einen. Okay. Ich hätte gedacht, der sieht auch den da oben. Und wieder mit der Pistole. Oh, Leute. Ey, in diesem Part habe ich es auch eigentlich verdient, dass es richtig schief geht. So schlecht, wie ich jetzt hier teilweise gerade vorgegangen bin. Kati, sie kriegt keine Deckung. Wenn Kati jetzt hier hingeht, wird sie wahrscheinlich... Von dort sieht sie auch niemanden, oder? Und bei meinem Glück wird Kati sonst gleich kritisch getroffen. Ne, sie sieht natürlich niemanden. Dann macht Kati sich mal eben unsichtbar. Dann kann sie sich nämlich noch ein bisschen weiter bewegen. Und in der nächsten Runde kann sie dann angreifen. Ja, ist ja eh scheißegal. Sie braucht ja keine Deckung, sie ist ja unsichtbar. Also einfach mal irgendwo hinstellen. Mitten in die Wildnis. Und jetzt schauen wir mal, der schießt auf ihn. Hätte man sich denken können. Und ja, Frank, du schießt jetzt einfach mal. Ach, jetzt sieht Frank den da auf einmal. So, wieder mit der Pistole. 10 Leute haben wir doch schon gekillt. Ach stimmt, da waren ja noch die 2 Mutons von oben. Da hat eine mal gekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz nüchtern betrachtet, das war der bisher schlechteste Einsatz von mir. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe so oft mit der Pistole geschossen mit Frank und habe total die Scheiße gebaut. Sorry. Für diese Mission kann ich an dieser Stelle nur sagen, das ist mir glatt ein bisschen peinlich. Aber gut, jeder hat mal einen schlechten Tag. Hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird. Also das ist echt peinlich gewesen. Ja, den Tag werde ich mir aus meinem Kalender streichen. Wir haben mal wieder die Unterstützungseinheit verloren, was wahrscheinlich auch total überflüssig gewesen wäre. Und ja, ich nehme die Schuld auf mich. Sergei ist für 4 Tage verwundet. Das ist natürlich auch scheiße eigentlich. Wir haben immerhin 2-mal ein Plasmagewehr bekommen. Von daher ist in Ordnung. Und wir gehen einfach direkt in die Einsatzleitung, scannen weiter nach Aktivitäten. Und jetzt was? Das gibt's doch nicht! Wir haben einen riesigen neuen Kontakt entdeckt. Wir sehen eine enorme Energiequelle. Was immer es ist, es muss schwerst bewaffnet sein. Okay, dann starten wir halt die Abfangjäger. Das sind leider nur die Ravens. Also das sind keine Demons, das sind nur die ganz normalen mit der Laserkanone. Ich weiß nicht, ob die das schaffen, den vom Himmel zu holen. Das wäre natürlich ärgerlich. Ja, das ist Abbruch. Ganz ehrlich, das Ding brauchen wir gar nicht mehr angreifen. Das war ein bisschen groß. So, Sergei. Okay, Abtastung beenden. Es sind soweit, glaube ich, alle wieder zurück im Dienst. Frank, Grants, Kati, Mary, Sergei, McEntire. Das wird unser Team sein. Dieses Team werden wir reinschicken, wo auch immer die Reise hingeht.
Allerdings denke ich mal, ich werde eher hier den Sturmsoldaten die Psi-Rüstung geben. Das heißt, du gibst mal bitte deine Psi-Rüstung wieder ab. Du kriegst dafür die normale Panzerrüstung. Denn, falls... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass derjenige, der das nutzt, dabei drauf geht. Deswegen will ich da jetzt nicht unbedingt irgendjemanden nehmen, der übertrieben gut ist. Deswegen nehme ich halt auch nicht Grants oder Carty. Und ich will noch mal ganz kurz schauen. So, Frank hat jetzt bei Bewaffnung die Erzengelrüstung, Plasmagewehr, Plasmapistole, Alien-Granate, passt. Super ausgerüstet. Grants hat Titanrüstung, Plasmawerfer, das passt auch. Carty, Geisterrüstung, das Plasma-Präzisionsgewehr, die Plasmapistole, den Scope, passt. Beziehungsweise braucht Carty eigentlich einen Scope mit dieser hohen Zielsicherheit. Ja, doch, sicher ist sicher. Titanrüstung, bla bla bla, passt. Titanrüstung, bla bla, hier würde ich Sergei vielleicht eigentlich lieber eine andere Pistole, obwohl brauche. Ah, haha, Plasmagewehr, natürlich. Junge, mach keinen Scheiß. Und, na, Pulsbogen brauchst du nicht. Du nimmst nochmal die Alien-Granate mit. Die anderen hatten Alien, ja, passt, super. Und als letztes McEntire natürlich. Der hat auch das Plasmagewehr, die Titanrüstung. Super. Also, das ist unser Team. Mit dem werden wir das Alien-Schiff beim nächsten Mal stürmen. Ich denke mal, dass wir auf das Alien-Schiff müssen. Ist ja alles nur Spekulation von mir. Verteidigung 0? 0? Carty hat Verteidigung 0 plus 20. Stimmt, wegen der Rüstung. Und Frank, ja, passt. Okay. Alles klar, ich denke mal, unser Team steht, Leute. Frank, Grants, Tyrathine, Carty, natürlich Mary, Sergei und McEntire werden also jetzt wahrscheinlich zu diesem Mutterschiff geschickt beim nächsten Mal. Alles nur Spekulation von mir, Leute, denn wie ihr wisst, das hier ist noch immer ein Blind Let's Play. Die Schlacht ist richtig scheiße gelaufen. In diesem Sinne denke ich mal, die nächste Folge kann eigentlich nur besser werden. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass ich hier diese Schlacht gerade ein bisschen verkackt habe. Fragt mich nicht warum, aber es war nun mal so. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haust rein. Ciao.